Mein Name ist Konrad Bagitz. Ich bin Botaniker am Institut für Botanik der Universität Innsbruck, also hier herum. Und im Rahmen meiner Tätigkeit befasse ich mich einerseits mit Artenvielfalt, Diversität in unserem Lebensraum, also mehr im Alpenraum. Und zusätzlich sind Schwerpunkte die Invasion oder die Ausbreitung nicht einheimischer Pflanzenarten. Und zusätzlich als drittes bin ich der wissenschaftliche Betreuer von der Einheit, wo wir hier stehen, nämlich vom Botanischen Garten. Biodiversität ist ein Schlagwort, das in den letzten Jahren sehr massiv durch die Welt und Medien gegeistert ist. Prinzipiell versteht man darunter einfach die Vielfalt an Lebewesen, an Organismen, die es je nachdem auf der Welt gibt. Die Universität Innsbruck bemüht sich seit Jahren in unterschiedlichen biologischen Disziplinen, sich mit Arten und Artenverlust auch in unserem Lebensraum auseinanderzusetzen. Die Auswahl der Pflanzen für dieses Projekt ist primär unter der Prämisse erfolgt, dass man einerseits hat versucht, möglichst mit wirklich in Tirol wildwachsend vorkommenden Pflanzenarten zu arbeiten, wobei wir hier kleine Zugeständnisse gemacht haben und schon die eine oder andere bei uns sehr lange als Zierpflanze oder auch als Gewürzpflanze in Kultur befindliche Art, von der man weiß, dass sie nicht auswildert und nicht invasiv ist, mit hineingenommen haben in dieses Projekt. Das war mal die eine Prämisse. Die zweite Seite war, dass es natürlich einen sehr großen zoologischen Aspekt in diesem Projekt gibt. Und dort hat man sich über Zielarten oder Zielorganismengruppen auch Gedanken gemacht. Unter anderem waren es Wildbienen, die man hier als Organismengruppe ausgewählt hat. Und man hat dann also relativ stark auf die Bedürfnisse dieser zoologischen Zielgruppe Rücksicht genommen und versucht, auf die Basis, was wäre optimal für diese Gruppe, dann in einem zweiten Schritt das mit diesen vorher genannten botanischen Voraussetzungen, also mit der Pflanzenauswahl, dann abzugleichen, um hier möglichst eine entsprechende Artenvielfalt und auch eine entsprechende Struktur der Bepflanzung dann hinzukriegen, um ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen.